Hi und willkommen zurück. Meine Kollegin Tine und mich kennt ihr noch von vorhin. Wir hoffen, ihr hattet eine spannende Zeit in den Showrooms der Institute und ihr konntet so einige Sachen entdecken und lernen. Tine und ich haben jetzt was ganz Spannendes nochmal für euch geplant. Und zwar seht ihr vielleicht schon im Hintergrund, wir führen jetzt ein Interview mit zwei Wissenschaftlerinnen von Fraunhofer, nämlich mit Emily Janke vom Fraunhofer IESE und mit Ronja Quenzel vom Fraunhofer ISST. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute nochmal mit uns zu quatschen. Bevor wir starten, nochmal ein paar ganz kurze Infos an die Mädels. Und zwar erstmal an alle, die vielleicht im letzten Livestream noch nicht dabei waren. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben hier neben dem Video so ein Chatfenster. Und da könnt ihr einfach eure Fragen, wenn ihr an Emily oder Ronja Fragen habt, reinposten. Und dann stellen wir die hier live im Stream. Und ihr könnt auch die Fragen der anderen Mädels, wenn ihr die interessant findet oder vielleicht auch nicht so interessant findet, einfach ab- oder downvoten. Dann nochmal an alle. Richtig, richtig cool, dass ihr so aktiv im Chat mit dabei seid. Aber der Chat ist eigentlich eher für die Fragen gedacht. Das heißt, wenn ihr irgendwie viel miteinander bequatschen wollt, ist das absolut fein. Aber macht das vielleicht lieber in der Cafeteria. Und natürlich nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, die Teilnahmebestätigung. Wenn ihr die noch nicht abgeschickt habt, auch gar kein Thema, aber macht das am besten direkt. Gut, das war es dann jetzt nochmal kurz mit einem organisatorischen Einschub. Wir machen jetzt direkt bei Emily weiter. Und Emily kennen wir schon aus dem letzten Jahr. Sie hat nämlich schon mal hier beim Girls Day mitgemacht und uns viele spannende Sachen über sich und ihr duales Studium bei Fraunhofer erzählt. Emily, wenn ich mich richtig erinnere, dann studierst du ja Medieninformatik und zwar dual bei Fraunhofer oder am Fraunhofer IESE, um genau zu sein. Und du müsstest ja jetzt mit deinem Studium auch schon relativ weit sein. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt darauf gekommen bist, damals Medieninformatik dual bei Fraunhofer zu studieren. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil das relativ zufällig kam eigentlich. Man macht sich ja so in der Oberstufe irgendwann Gedanken, was man so studieren könnte oder wo es hingeht, in welche Richtung. Und ich habe mir dann einfach mal angeguckt, was so in der Nähe angeboten wird an Studiengängen. Ich wusste aber schon, dass ich irgendwas in Richtung Informatik machen will, weil mir das Fach auch in der Schule immer schon gut gefallen hat und ich generell das sehr interessant fand. Und dual studieren fand ich auch schon immer eine sehr coole Variante, dass man da auch schon Geld verdienen kann. Dementsprechend habe ich dann mal geguckt und habe Medieninformatik gefunden an der Hochschule Kaiserslautern, habe mir die Beschreibung durchgelesen, worum es da so geht, und das hat eigentlich genau dazu gepasst, was mir so gefällt. Also so Kreatives mit Analytischem verbunden und dann noch die Möglichkeit, das dual zu studieren, auch am Fraunhofer Institut, hat mir dann sehr zugesagt. Sehr cool, dankeschön. Ronja, wie ist das bei dir? Du bist ja als Softwareentwicklung am Fraunhofer ISST tätig. Wie genau bist du denn Softwareentwicklerin am Fraunhofer geworden? Ja, das war eigentlich eher zufällige Geschichte. Also nach der Schule habe ich erstmal angefangen zu studieren, und zwar Physik, weil ich Mathe und Physik auch in der Schule immer schon ganz gerne mochte, und dann dachte ich, gut, wenn man das irgendwie mag, dann kann man das ja auch studieren. Aber nachdem ich dann angefangen hatte zu studieren, habe ich auch recht schnell festgestellt, dass ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, was damit auf lange Zeit im Beruf zu machen, und habe dann auch mit mir gehadert, soll ich es trotzdem mit weiter zu studieren oder möchte ich irgendwas anderes machen, und habe dann aber angefangen mal zu überlegen, was mir denn sonst vielleicht gut gefallen könnte, und bin da wirklich rein zufällig dann auf Informatik und Programmieren gestoßen, weil es eben noch viel von diesem Logischen hat, aber auch irgendwie was Kreatives und wahrscheinlich auch ein etwas abwechslungsreicherer Job. Und dann wollte ich eigentlich auch gerne nochmal Informatik studieren, aber dachte dann, bevor mir nochmal sowas wie mit Physik passiert, dass ich tatsächlich lieber zuerst eine Ausbildung mache, um einfach zu sehen, kann ich mir das als Arbeitsalltag wirklich vorstellen. Und dann habe ich nach Ausbildungen gesucht und bin auch zufällig eben auf den Ausbildungsplatz am Fraunhofer ISST gestoßen und fand generell das Thema Forschung und irgendwie viele neue Themengebiete klang super interessant. Habe mich dann beworben, und jetzt, gute 4,5 Jahre später, bin ich immer noch hier, und ja, hat alles super funktioniert. Ja, das klingt super, super cool. Das heißt, man muss überhaupt gar nicht ein Studium machen, um Softwareentwicklerin zu werden?
Nicht zwangsweise. Also natürlich gibt es da auch sehr viele Studienangebote, aber eben auch als Ausbildungsberuf gibt es da die Anwendungsentwickler für Fachinformatik für Anwendungsentwicklung, so rum. Mhm. Genau, und das ist ein Ausbildungsberuf, der sich eben hauptsächlich um das Programmieren und eben das Entwickeln von Softwareanwendungen dreht. Cool, super spannend. Dann trotzdem nochmal die ganz große Frage für alle vielleicht. Was genau macht man eigentlich als Softwareentwicklerin? Ja, das ist recht unterschiedlich. Also natürlich schreibt man tatsächlich auch wirklich den Code, also wie das vielleicht auch für die, die sich gerade schon den Python-Kurs angeschaut haben, also wo man dann wirklich den Code als Text dahin schreibt und dann ausführt. Aber natürlich gehört auch außenrum viel dazu. Also zum einen natürlich auch der Entwurf für die Software-Architektur, also wie soll die Architektur, die Software aussehen. Und das fängt natürlich auch schon mit den Anforderungen an. Also was brauchen wir überhaupt für eine Software? Wo soll die verwendet werden? Was muss sie bieten können? Und quasi vom ersten Moment, bis die Software dann letztlich irgendwo laufen kann, sind das eigentlich alles Sachen, die in den Job mit reinspielen. Okay, das heißt, es ist eigentlich ein total spannendes Feld und auch sehr, sehr vielseitig und gar nicht so, dass es nur eine bestimmte Sache gibt, die es zu tun gibt, sondern sehr viele verschiedene Bereiche, in die man irgendwie auch reinschnuppern kann. Nun habt ihr uns ja schon so ein bisschen mitgenommen in euren beruflichen und auch studentischen Alltag. Vielleicht könnt ihr beide euch nochmal zurückerinnern, und zwar ganz zum Anfang, zu eurer Schulzeit. Gingen eure Interessen da auch schon wirklich sehr stark in Richtung MINT oder hat sich das dann erst so im Laufe der Zeit entwickelt? Also Ronja, du hast das ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, aber Emily, wie war das bei dir? Also ich habe mich schon immer so für die MINT-Fächer interessiert. Ich bin da auch ein bisschen reingerutscht, weil mein Papa, der ist zum Beispiel auch Telekommunikationstechniker und hat auch sehr viel selber zu Hause an Technik gemacht und mich da auch immer mit eingebunden. Und das fand ich schon immer super interessant, auch wie Computer funktionieren, wie das überhaupt funktioniert mit dem Speichern und allem. Das ist ja sehr komplex. Und als dann halt eben in der Oberstufe auch angeboten wurde, Informatik noch als Fach zu wählen, habe ich das auch gemacht und habe dann die Konzepte kennengelernt, wie das funktioniert. Und ja, dadurch habe ich dann so ein bisschen meine Leidenschaft dafür entdeckt. Okay, das heißt, es war bei euch beiden auch irgendwie einfach super naheliegend, dass ihr dann so in einem Studium bzw. eine Ausbildung im MINT-Bereich anfängt. Aber trotzdem noch mal eine Frage von mir, wie war das denn direkt nach der Schule? Also hattet ihr da schon konkrete Pläne, was ihr machen wollt mit eurem Leben oder kam das erst später? Ronja, also vielleicht können wir... Genau. Fang ich an. Also bei mir so wirklich einen konkreten Plan hatte ich da eigentlich noch gar nicht. Also ich wusste irgendwie ungefähr, was macht mir Spaß, was macht mir vielleicht nicht so viel Spaß. Aber wenn ich jetzt auch so zurückblicke, so richtig eine Vorstellung, was das bedeutet, sich da wirklich für einen Job zu entscheiden, was das bedeutet, dann wirklich auch jahrelang darin zu arbeiten, das hatte ich damals einfach noch nicht. Das ist dann wirklich erst ein bisschen später gekommen, während des Studiums halt. Also ich denke auch, wenn man die Schule beendet, ist man teilweise noch so jung, dass man das in vielen Fällen vielleicht auch gar nicht so gut wissen kann. Und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig zu wissen, dass es auch völlig okay ist, sich nochmal umzuentscheiden und dass man eben auch nie zu alt ist, vielleicht nochmal was anderes einzuschlagen, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige für einen. Ja, ich meine, so ein Lebensweg ist ja auch nicht immer so komplett gerade. Trotzdem nochmal meine Frage an dich. Wie läuft so eine Ausbildung denn eigentlich dann genau ab? Das ist unterteilt in die Berufsschule und das Arbeiten im Betrieb. Ich habe dann 2 Tage die Woche in der Berufsschule bin ich gewesen und 3 Tage die Woche eben im Betrieb gearbeitet. In der Berufsschule, das ist halt wie Schule, aber die Fächer eben mehr auch auf das Entwicklung, auf Software und Computer zugeschnitten. Das heißt, man hat da jetzt dann nicht mehr standardmäßig Mathe, Deutsch, Englisch. Also Englisch ist immer noch als Fach, aber dann eben auch technischere Fächer, die sich eben mit der IT-Technik dahinter und auch mit dem Programmieren selbst beschäftigen. Und im Betrieb, da arbeitet man dann eben live an aktuellen Projekten mit, die da sind oder macht vielleicht auch selbst kleine Projekte, die dann innerhalb des Betriebs zum Einsatz kommen, sodass man da eben auch schon den Arbeitsalltag wirklich miterleben kann. Also auch relativ nah am Geschehen eigentlich dann auch dran ist und relativ viel praktisch auch lernt. Genau. Emily, wie ist das bei dir? Du machst ja ein duales Studium. Klar ist wahrscheinlich vielen von uns der Begriff duales Studium geläufig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige vielleicht nicht so wirklich eine konkrete Vorstellung dessen haben, was man darunter eigentlich verstehen kann. Deswegen meine Frage, wie läuft so ein duales Studium eigentlich ab? Also was unterscheidet das vielleicht auch von einem normalen Studium und auch von einer Ausbildung? Wie kann man das irgendwie so ein bisschen abgrenzen?
Also von der Ausbildung würde ich tatsächlich sogar sagen, unterscheidet das sich gar nicht so sehr. Ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht, aber ich stelle es mir mal so vor. Mein Alltag sieht eigentlich auch so aus, dass ich jetzt nicht so häufig arbeite tatsächlich, während ich Vorlesungen habe. Ich arbeite einmal die Woche dann im Betrieb und die restliche Zeit bin ich eigentlich an der Hochschule oder arbeite für die Hochschule was. Wenn ich vorlesungsfreie Zeit habe, also in den Semesterferien, da arbeite ich dann halt Vollzeit. Aber ansonsten unterscheidet es sich gar nicht so gravierend, würde ich sagen. Und wie war das? Vielleicht kannst du an der Stelle uns noch mal ganz kurz erzählen. Hattest du bestimmte Erwartungen an dein Studium, als du damit gestartet hast? Und wenn ja, inwiefern haben sich deine Erwartungen erfüllt oder vielleicht eben auch nicht erfüllt? Also ich hatte die Erwartung, dass es schon etwas praxisorientiert ist, weil Medieninformatik hat ja auch viel zum Beispiel mit Filmtechnik zu tun oder Audio. Und ich habe auch jetzt gerade in diesem Semester AV-Medien, also Audio-Video-Medien. Und da ist halt total cool, dass man auch selber mal was machen darf. Also unser jetziges Projekt ist zum Beispiel 2 YouTube-Videos zu drehen, wo wir uns das Thema selber aussuchen dürfen. Und dementsprechend wurden meine Erwartungen auch erfüllt. Also ich darf ein bisschen auch selber was machen. Es ist nicht so rein theoretisch, wie man sich das vielleicht im Studium manchmal so vorstellt. Es ist also gerade an der Hochschule ist es halt auch schön praxisorientiert. Okay, das heißt, es ist eigentlich so ein Mix aus Theorie und Praxis. Also so ein gelungener Mix, wenn man es so nennen darf. Ja, genau. Ronja, du hattest uns ja jetzt auch schon über deine Ausbildung erzählt und auch über deinen Beruf als Softwareentwicklerin berichtet und uns da auch ein wenig mitgenommen. Wie kann man sich denn bei dir so einen klassischen Arbeitsalltag vorstellen? Also wie läuft dein Tag als Softwareentwicklerin so ab? Musst du vielleicht ins Büro? Kannst du Homeoffice machen oder wie ist das so aufgeteilt? Das ist bei uns ziemlich flexibel gestaltet. Also wir haben sowohl die Möglichkeit, vor Ort zu arbeiten. Wir sind eben auch gerade mit dem Institut umgezogen und haben jetzt so ein bisschen New Work hier in unserem neuen Gebäude. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, im Homeoffice und können uns das eben frei aussuchen, danach, was der Tag bringt. Und ich habe das eigentlich gerne. Also wenn ich wirklich still für mich alleine arbeite, also Konzentrationsarbeit, wirklich Code schreibe, das mache ich einfach gerne zu Hause, weil ich dann da einfach ein bisschen mehr Ruhe und Konzentration habe. Und wenn ich aber eben viele Termine habe, vielleicht mal Brainstorming mit den Kollegen machen möchte, dann mache ich das Ganze gerne vor Ort. Und dann kann man sich hier eben auch mal einen Raum mieten und zusammen am Whiteboard was machen. Und also von daher, so einen ganz typischen Arbeitstag gibt's eigentlich nicht. Das ist ziemlich abwechslungsreich. Und ich muss echt sagen, das ist für mich echt das Richtige, habe ich das Gefühl. Also macht bisher immer noch sehr viel Spaß und wird nicht wirklich langweilig. Sehr cool. Und wie sieht so deine Work-Life-Balance dann aus, wenn du dir das auch selber so ein bisschen einteilen kannst? Also hast du nebenbei trotzdem noch viel Zeit für deine Hobbys, Freunde, Familie etc.? Ja, auf jeden Fall genug. Also das ist natürlich jetzt die normale 39-Stunden-Woche und wir haben quasi die Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr. Das heißt, da müssen wir da sein und außenrum können wir dann eben selber entscheiden, an welchen Tagen wir vielleicht länger oder weniger lang arbeiten wollen. Und da kann man es eben auch gut mal machen, wenn man jetzt nichts am Nachmittag, am Abend vorhat, dass man einfach mal vielleicht 1-2 Stunden länger arbeitet, die man dann an anderen Tagen vielleicht früher Schluss macht, um mit den Freunden zusammen rauszugehen oder sonstigen Hobbys nachzugehen. Und Emily, wie ist es bei dir? Also bei mir wurde immer erzählt, dass so ein duales Studium einen wahnsinnig starken Anspruch nimmt. Hast du noch viel Zeit für Freunde, Familie, Hobbys, Freizeit? Ja, also es ist schon zeitaufwendig, vor allem weil man ja nicht nur die Vorlesungen hat, sondern auch vor- und nacharbeiten muss. Und man muss sich halt auch ein bisschen selbst organisieren. Aber wenn man mal drinne ist, dann geht das, würde ich sagen. Also wenn man mal so einen Wochenplan sich gemacht hat und auch seinen Stundenplan hat, dann mit der Zeit, da kommt man auf jeden Fall rein. Und dann ist auch immer Zeit, weil ich sag mal, das Coole am Studium ist ja, ich habe nicht immer von 8 Uhr bis so und so viel Uhr Schule oder so wie normal in der Schulzeit, sondern man hat auch mal später Vorlesungen, dann kann man vielleicht mal ausschlafen oder man kann halt eben morgens noch einen Kaffee trinken gehen mit einer Freundin oder halt genau das Gegenteil. Also entweder habe ich dann morgens Vorlesungen, gehe dann abends noch zum Beispiel zu meiner Familie und hänge mit denen ein bisschen ab. Sehr cool. Ich habe gerade mal einen Blick auf die Zeit geworfen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns jetzt den Fragen
der Mädchen und Jungs widmen, die im Chat gestellt wurden. Sehr cool und vielen, vielen Dank erstmal an euch beide, dass ihr unsere Fragen schon mal beantwortet habt und dass ihr uns alle so ein bisschen mitgenommen habt in euren beruflichen und studentischen Alltag. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, was die Fragen der Teilnehmenden hier so sind. Und zwar würde ich einfach mal die erste Frage rauspicken und direkt an Ronja stellen. Bist du zufrieden mit deinem Beruf? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das war einfach ein Glücksgriff. Für mich passt es echt bis heute. Also sowohl das Arbeitsumfeld, die Arbeitsbedingungen, auch die Themen finde ich sehr spannend. Und was ich auch sagen muss, ich habe das Gefühl, ich hatte einfach sehr viel Glück auch mit den ganzen Kollegen hier. Also das ist echt ein irgendwie schönes Arbeitsklima. Es macht Spaß, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ja, bisher habe ich echt das Gefühl, es wird nicht langweilig, weil immer wieder neue spannende Projekte, auch teilweise eben EU-Projekte, internationale Projekte, also wirklich auch im großen Rahmen kommen, sodass ja eigentlich immer irgendwie was Neues zu entdecken ist. Super. So soll es auch sein. Hanna fragt danach direkt, was für einen Abi-Durchschnitt braucht man denn für das Studium? Ich glaube, die Frage geht so ein bisschen an euch beide. Emily, vielleicht kannst du einfach anfangen. Also tatsächlich hat der Studiengang der Medieninformatik aktuell keinen Numerus Clausus, weil ein absoluter Mangel besteht. Okay. Das heißt, es sind sehr viele Medieninformatiker gefragt. Dementsprechend geht das auch ohne. Ich glaube, man kann es sogar an der Hochschule mit Fachabitur studieren. Bei der Ausbildung, da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es da jetzt irgendwie einen bestimmten Abischnitt braucht. Also ich glaube tatsächlich auch, solange man eben einen Betrieb findet für die Ausbildung, dann gibt es da keinerlei offizielle Grenzen, die man jetzt irgendwie überschreiten muss, um diese Ausbildung machen zu können. Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Die nächste Frage geht direkt in eine ähnliche Richtung. Und zwar wird gefragt, muss man denn für Ausbildung und Studium dann gut sein in Mathe und Physik? Also Physik würde ich erstmal sagen, nein. Also natürlich hilft es einem vielleicht ein bisschen, um jetzt irgendwie zu verstehen, gut, wie funktioniert die Technik. Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, die Sachen, die man im Physikstudium zum Beispiel gelernt hat, das ist nochmal was ganz anderes und das braucht man definitiv nicht, um da irgendwie in die Ausbildung gehen zu können. Und bezüglich Mathe, natürlich hat Programmieren auch oft einiges mit Logik zu tun. Das heißt, man sollte zumindest irgendwie auch Spaß an logischen Problemlösungen haben. Aber ich sag mal so, in der Regel kommt man mit sehr geringem Mathe aus. Also man muss jetzt nicht die Kurvendiskussionen aus der Oberstufe oder sowas können. Also das braucht man, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht sehr bestimmte Themen bearbeitet, da auch nicht. Aber ein gewisser Spaß am logischen Denken, der sollte eben dabei sein. Emily, willst du dazu auch noch deinen Input geben oder wurde schon alles gesagt? Ja, also ich würde da eigentlich von ja auch zustimmen. Okay. Bei der Medieninformatik ist halt nur ein bisschen special, wenn man ja noch Computergrafik hat. Da wird halt viel mit Matrizenmultiplikation gearbeitet. Ah. Aber auch hier ist im Studium, wird das ja alles nochmal aufgeholt und man wiederholt das auch nochmal. Es gibt auch Mathe-Vorkurse, die man machen kann, wo man auch nochmal so die Basics wiederholt. Also da muss man keine Angst vor haben. Man kriegt da schon nochmal den Input von den Professoren. Okay, sehr gut. Man wird eigentlich nicht komplett ins kalte Wasser geworfen, sondern es wird noch mal ein bisschen aufgefrischt. Okay. Ja. Ronja, ich glaube, die Frage hier ist wirklich explizit an dich gerichtet. Für was entwickelst du die Software? Also bei uns ist es natürlich, dass wir diese Software, die wir entwickeln, ist meist prototypisch im Rahmen von Forschungsprojekten. Also wir entwickeln jetzt nicht wirklich die Produktivsoftware, die danach bei allen möglichen Unternehmen oder Privatpersonen in den Einsatz kommt, sondern in unseren Projekten ist es in der Regel so, dass es halt irgendwie eine Problemstellung gibt, wo man dann einfach mal erarbeiten soll, wie könnte so eine Lösung aussehen. Und das Thema, das zum Beispiel bei mir jetzt gerade im Berufsalltag sehr viel Rolle spielt, ist das Teilen von Daten über Unternehmensgrenzen hinweg. Und natürlich möchte man die eigenen Daten sicher bei sich halten, um sie nicht außer Kontrolle zu geben. Aber andererseits kann man eben auch großen Mehrwert dadurch schaffen, dass man Daten miteinander teilt und sie dann eben für viel mehr Fälle zur Verfügung stehen. Und da beschäftigen wir uns eben damit, wie man sowas denn auf eine Art und Weise machen kann, dass man eben nicht die Kontrolle seiner Daten komplett aus der Hand geben muss und sie trotzdem anderen zur Verfügung stellen kann. Okay, das heißt, braucht so ein bisschen logisches Denken für das Ganze. Die nächste Frage geht tatsächlich auch wieder in eine ähnliche Richtung. Und zwar, wir haben ja schon darüber geredet, ob man bestimmte in Mathe und Physik gut sein muss. Die Frage ist jetzt, braucht man bestimmte Leistungskurse, um für das Studium zugelassen zu werden oder vielleicht auch einfach, um gut zu sein in dem Studium?
Nee, also, also ich habe auch ganz andere Leistungskurse gehabt. Ich hatte Deutsch, Englisch und Chemie. Und also gar nicht, also zwar Chemie geht in die MINT-Richtung, aber gar nichts eigentlich schon mit Informatik. Es ist keine Voraussetzung, es ist vielleicht vorteilhaft, schon mal Informatik zu haben, aber ist jetzt auch nicht notwendig. Da kann ich vielleicht auch ganz schön zu ergänzen, weil ich tatsächlich nie Informatik gemacht habe, bis ich mit der Ausbildung angefangen habe. Also in der Schule, als man das noch wählen konnte als Zusatzfach, habe ich mich damals für Theater statt Informatik entschieden und habe dann trotzdem später mit Informatik angefangen. Also ich glaube, ziemlich egal, was man in der Schule irgendwie an Fächern oder belegt hat, wenn man das Interesse und die Freude daran hat, dann kann man da auch später so einsteigen. Okay, dann können wir direkt mal in diesem Schulkontext bleiben. Es wird nämlich gefragt, ob es möglich ist, an euren Instituten jeweils auch ein Schülerpraktikum zu machen. Und wenn ja, wäre ja vielleicht auch ganz interessant, für welche Altersgruppen das vielleicht cool ist oder ab wann es sich dann wirklich lohnt. Emily, ich weiß nicht, vielleicht kannst du einfach anfangen. Also Schülerpraktikum ist auf jeden Fall möglich. Wir haben auch gerade noch mal einen Praktikanten. Ja, also es ist auch, glaube ich, sehr spannend, weil wir versuchen dann auch schon was rauszusuchen, woran die mitarbeiten können, dass man auch schon mal so einen Einblick bekommt, was man überhaupt macht in dem Bereich und was wir auch am Institut machen. Und da ich glaube tatsächlich, also sobald man sich Gedanken darüber macht, in welche Berufsrichtung man geht, ich denke, ab der 10. Klasse ist, glaube ich, so das erste Praktikum oder 9. Klasse. Kann man auf jeden Fall schon mal machen und reinschnuppern. Das ist auf jeden Fall möglich. Ronja, wie ist es am ISST? Ich glaube, aktuell bieten wir sowas nicht an. Ich weiß aber, dass wir auch vor einigen Jahren auch mal Schülerpraktikanten haben. Also ich denke, ist eventuell auch etwas, was in Zukunft wieder angeboten werden könnte. Aber jetzt gerade leider machen wir es nicht. Ja, Praktika sind ja einfach ein super cooler Weg, um irgendwie mal für sich selber rauszufinden, was man eigentlich will und vielleicht auch nicht so will. Die nächste Frage geht wieder in eine ähnliche Richtung, und zwar: In welchem Alter habt ihr denn euren Beruf für euch entdeckt? Ich war 23, glaube ich, als ich die Ausbildung hier angefangen habe. Also ich habe durchaus einige Jahre nach der Schule was anderes gemacht und versucht herauszufinden, was ich denn machen will. Und würde sagen, durch Glück habe ich dann mit 23 das gefunden, was mir bis heute Spaß macht. Ich denke aber, es hätte auch gut noch ein, zwei Jahre weitergehen können, bis ich das Richtige gefunden hätte. Also ich glaube, da darf man sich nicht zu viel Druck oder Stress machen mit der Zeit. Ja, das ist auch das, was ich immer höre. Ja, sorry, Emily, was willst du dazu sagen? Ja, ich wollte nur sagen, bei mir, ich habe mich zwar mit wahrscheinlich so in der 12. Klasse zwar für diese Fachrichtung entschieden, also für den Studiengang, aber erst jetzt richtig gemerkt, was ja eigentlich so berufstechnisch möglich ist und auch jetzt erst so eine Richtung mir überlegt, in die ich gerne gehen möchte später. Und also das kann auch erst später kommen, auch während dem Studium erst, dass man das merkt oder während der Ausbildung, dass man merkt, was einem mehr Spaß macht. Sehr gut, dann gleich beim Thema Spaß noch einmal. Die wahrscheinlich größte Frage überhaupt: Macht IT-Forschung überhaupt Spaß? Ronja, also mir persönlich sehr. Ich glaube, das kommt halt, wie gesagt, eben darauf an, was die persönlichen Vorlieben da sind. Also wenn man eben gerne logisch arbeitet, aber vielleicht auch einen Hang zur Kreativität hat, glaube ich, ist das ein Job, in dem man sehr viel Spaß haben kann, weil wir eben immer wieder mit neuen Problemstellungen, vielleicht auch Sachen, die eben so vorher noch gar nicht da gewesen sind, konfrontiert sind und man dann eben auch die Chance hat, da wirklich mal seine ganze Kreativität auszulassen und einfach mal an Lösungen zu arbeiten. Ob sie dann funktionieren, muss sich dann eben noch zeigen, aber ich glaube, wenn man so in die Richtung gehen möchte, dann kann das durchaus sehr viel Spaß machen. Emily, was ist deine Einschätzung? Ich würde dem eigentlich auch zustimmen. Mir macht das auch Spaß. Es ist immer so ein bisschen wie Rätsel lösen. man muss ja gucken, also ich zum Beispiel arbeite ja viel dann auch mit Menschen zusammen, Softwareentwicklung für Menschen direkt. Und da muss man ja gucken, wer braucht jetzt was und warum braucht er das, was für Bedürfnisse bestehen da. Und dann was Passendes rauszufinden, was man dann machen kann, das ist schon immer sehr, sehr spannend. Und wenn ihr beide so begeistert von euren Berufen erzählt, passt vielleicht die nächste Frage ganz gut. Und zwar ist die: Wollt ihr noch was anderes ausprobieren oder steht die Informatik für euch an erster Stelle? Also wenn ich jetzt gerade überlege, da habe ich keine Pläne, was anderes auszuprobieren. Also jetzt gerade kann ich mir durchaus vorstellen, das noch lange Zeit weiterzumachen. Aber was ich halt auch gemerkt habe, man weiß nie genau, was das Leben bringt. Und in 10 Jahren sieht die Welt vielleicht ganz anders aus. Von daher, wer weiß, was noch kommt. Aber jetzt gerade gibt es für mich keine konkreten Pläne, da was anderes zu machen.
Ja, ich sag mal, bei mir ist es ja eh schon Mischmasch. Also ich bin ja auf der einen Seite kreativ, auf der anderen Seite Informatik, ne? Aber ich glaube, das macht bei mir halt die gute Mischung. Und bisher würde ich eigentlich auch sagen, dass ich das auf lange Sicht weiterhin so machen würde. Sehr gut. Also beide das Richtige gewählt, wenn man so sagen kann. Vielleicht noch mal eine Sache. Hier wird noch mal wirklich nach expliziten oder bestimmten Projekten gefragt. Also vielleicht könnt ihr da beide auch mal so ein Beispiel nennen, wie irgendwie so ein Anwendungsfall vielleicht aussieht, um sich das nochmal vorstellen zu können, wirklich. Ronja, wir können einfach bei dir wieder anfangen, wenn also du magst. Also jetzt wirklich irgendwie konkrete Projekte. Also ich habe ja gerade schon mal so angestoßen, es geht eben viel um das Teilen von Daten, auch über das Unternehmen hinweg. Und ein Projekt, das jetzt auch seit vielen Jahren bei uns sehr groß ist, das nennt sich International Data Spaces. Das ist quasi ein großer Verein, wo wirklich auch viele Unternehmen mittlerweile Mitglied sind. Und die versuchen eben Standards und Protokolle und Softwarekomponenten zu entwickeln, die genau diesen vertrauenswürdigen und souveränen Austausch ermöglichen. Also für alle, ich meine, es ist natürlich ein sehr spezielles Thema, ob man da jetzt so tief einsteigen möchte, das muss man selbst entscheiden. Aber für alle, die eben mal interessiert sind, wenn man da einfach mal nach den International Data Spaces googelt, dann findet man da durchaus sehr viele Informationen und wahrscheinlich auch viele konkrete Anwendungsfälle, in denen sowas dann mal umgesetzt wurde. Emily, wie ist das bei dir? Also ich arbeite momentan auch an zwei Projekten mit. Das eine ist Smarte Landregion. Da geht es so darum, quasi die Landkreise miteinander zu vernetzen in verschiedenen Bereichen, also Gemeinschaft und Ehrenamt oder auch Gesundheit und Pflege bin ich momentan mit dabei. Andererseits arbeite ich auch an einer Emoji-Studie. das hat mich damals ziemlich gecatcht, als ich angefangen habe. Das ist ganz cool. Also wir machen da auch so Umfragen und versuchen halt herauszufinden, wie so die Bedeutung von Emojis ist oder wie sie wahrgenommen werden im Gegensatz zu ihrer eigentlichen Bedeutung, um dann zum Beispiel Kommentare oder Feedback auszuwerten anhand der Emojis, die darin verwendet werden. Das klingt super, super interessant. Sowieso alles, was ihr erzählt habt, war super spannend. Wir müssen gerade trotzdem leider einen Cut machen so langsam, damit die Mädels in ihre Pause gehen können. Und danach geht es dann auch direkt weiter spannend im Programm. Nochmal ganz kurz, bevor wir aufhören, an die Mädels zur Info. Ich weiß, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber falls ihr eure Teilnahmebestätigung noch nicht ausgefüllt habt, macht's jetzt. Nutzt vielleicht einfach die ersten 5 Minuten der Pause dafür. Und herzlichen Dank an euch beide. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen Tag. Gerne, danke euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.